Es ist mir eine große Freude, und auch das hat Tradition bei dieser Preisverleihung, dass wir noch ein paar Worte wechseln mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums. Begrüßen Sie Professor Stratmann. Ich knüpfe ein bisschen an das, was wir gerade zum Schluss diskutiert haben, also Europa auf der einen Seite ist stärken, da gibt es Werte, aber auf der anderen Seite, Bernhard Schöllkopf hat gesagt, in seinem Institut gibt es eine internationale Gruppe Doktoranden aus ganz vielen Ländern. In heutigen Zeiten, zumindest wenn man die Politik sich anschaut, gibt es bedauerlicherweise weltweit Tendenzen der Abschottung, des Nationalismus. Ist das nicht Gift für die Wissenschaft? Ja, ich glaube, diese Frage könnte ich mit einem glatten Ja ganz einfach beantworten und damit aufhören. Es ist eine Gefahr für die Wissenschaft. Wir haben es gerade gehört, Wissenschaft lebt von einer weltweiten Vernetzung. Wissenschaft spricht eine gemeinsame Sprache, die Sprache der Mathematik, die Sprache der Physik. Wissenschaft hat gleiche Ziele. Die Frage der Kausalität wird nicht nur in Tübingen diskutiert, die wird in vielen Standorten der Welt diskutiert. Und Fortschritt, auch Fortschritt, der den Menschen zugute kommt, der kommt dadurch zustande, dass diese Gemeinschaft der Wissenschaft etwas Produktives leistet. Das gilt für Einstein damals, genauso wie für Künstliche Intelligenz heute. Hier Barrieren aufbauen zu wollen und sich abzuschotten, schadet nicht nur der Wissenschaft, es schadet der Menschheit als solcher. Muss man vielleicht nicht in heutigen Zeiten viel offensiver auch diesen Punkt unterstreichen? Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, der Körberpreis für die europäische Wissenschaft hat historisch eigentlich damit angefangen, dass man gesagt hat, damals noch zu Zeiten des Kalten Kriegs, des Eisernen Vorhangs, Wissenschaft ist mehr und wir geben den Preis symmetrisch an einen Wissenschaftler oder Ingenieur im Osten und im Westen. Also Wissenschaft als Brückenbauer, muss man das ein bisschen in Erinnerung rufen? Ja, ich glaube, Wissenschaft hat in der Tat eine solche Tradition. Das liegt daran, ich sagte es eben, Wissenschaft spricht oft eine gemeinsame Sprache. Man versteht sich sehr schnell. Wissenschaft hat auch in der Vergangenheit immer wieder Brücken gebaut. Ich darf vielleicht aus Sicht meiner eigenen Organisation, der Max-Planck-Gesellschaft, zwei Beispiele nennen. Die Max-Planck-Gesellschaft hat sehr schnell nach dem Krieg eine sehr intime und enge Beziehung mit dem Weizmann-Institut aufgebaut. Das war zu einer Zeit, als politische Kontakte zwischen Israel und Deutschland eigentlich ein Tabuthema waren. Es gab keine diplomatischen Beziehungen. Das hat den Boden bereitet für vieles, was danach kam. Menschen haben sich kennengelernt, Menschen haben sich ausgetauscht. Eine neue Generation ist herangewachsen, die die alten Konflikte überwunden hat. Wir haben ein zweites Beispiel mit China Kontakte angefangen, mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, in der Auslaufphase der Kulturrevolution. Eine finstere Zeit. Millionen von Menschen sind umgekommen in China. China war völlig isoliert. Ich denke, diese Beziehungen haben Früchte getragen über viele Jahrzehnte. Wiederum, es haben sich Menschen kennengelernt. Eine neue Generation ist herangewachsen. Junge Menschen haben in Europa eine andere Art von Wissenschaft kennengelernt. Eine Wissenschaft, die auf ethischen Prinzipien basiert, die frei ist, wo der Raum, in dem man sich auch gedanklich bewegt, ein offener Raum ist. Und ich denke, das ist wichtig, das dürfen wir nie vergessen, das darf nie unterbunden werden. Wenn wir heute sehen, dass Wissenschaftler Visa-Probleme bekommen, wenn wir heute sehen, dass Doktoranden von uns, auch wenn sie in die USA fahren, Probleme bekommen, in das Land einreisen zu können, zum Beispiel um an einer Konferenz teilzunehmen, dann sind das meines Erachtens Entwicklungen, die wir nicht nur bedauern müssen, sondern die wir auch aktiv bekämpfen müssen. Ist das vielleicht sogar eine Chance? Also ich erinnere mich, Justin Trudeau hat mal irgendwann, als es diese ersten Debatten gab, gesagt, kommt einfach zu uns, Appell an die Wissenschaftler. Ist das nicht eine große und vielleicht sogar attraktive Chance für Europa zu sagen, wir sind der Nährboden, wo die Wissenschaft frei ist, wo genau diese Art von Offenheit der Wissenschaft respektiert wird und nicht eine, bei der die globale Wissenschaft plötzlich in Lager eingeteilt wird? Ja, natürlich ist es so, dass Europa ein Eldorado ist für die Wissenschaft, für das freie Denken, für die Entfaltung von Köpfen. Ich meine, wir haben es in der NS-Zeit gesehen, als
das Eldorado USA aufgestrahlt ist. Die amerikanischen Universitäten hatten zuvor nicht diese Strahlkraft, die sie heute haben. Sie haben die Strahlkraft. Aber es war der Exodus. War der Exodus der deutschen Wissenschaft in die USA. Aber, und das Beispiel, was ich gerade genannt habe aus der NS-Zeit, zeigt ja, da gewinnt zwar einer, aber das System verliert. Denn zur gleichen Zeit hat die Wissenschaft in Deutschland schwere Zeiten durchlebt, hat auch Dinge gemacht, die man besser nicht getan hätte. Also ich glaube, der Austausch ist wichtig, damit auch, sagen wir, Fehlentwicklungen, globale Fehlentwicklungen nicht überhand nehmen. Deswegen nur in Kategorien von Gewinnern und Verlierern zu denken, das erscheint mir zu einfach. Als Vorsitzender des Kuratoriums und auch, ich sag mal, als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft kriegt man ja einen ganz guten Radarschirm, was in welchen Disziplinen los ist. Ich möchte noch einmal auf die Disziplin zu sprechen kommen von Bernhard Schöllkopf. Ich habe so den Eindruck, dass nach einer ersten Phase, wo sehr viel in den USA, in China gemacht wurde, man so langsam merkt, da gibt es sowas wie den zweiten Akt in diesem großen Theaterstück KI. Und da könnte möglicherweise Europa und auch Deutschland vielleicht eine ganz andere Rolle spielen. Ist das so? Ja, ich denke mal, aus meiner Sicht, ich bin kein Informatiker, ich kann das also nur aus einer etwas distanzierteren Perspektive heraus beurteilen, sehe ich zwei Entwicklungen. Zum einen, was Bernhard Schöllkopf gerade gesagt hat, die Technologien, die hier entwickelt werden, das maschinelle Lernen, das durchdringt alle Wissenschaftsdisziplinen. Von der Biomedizin zur Astronomie, ich kenne keinen in den Sozialwissenschaften, wenn man sich mit der Mobilität von Flüchtlingen befasst, überall durchdringen diese Technologien alle Wissenschaftsgebiete, eine Basistechnologie geworden. Und deswegen ist sie besonders wichtig. Es gibt zum Zweiten aber auch, und auch das hat er angesprochen, natürlich die Tendenz nach vorne zu gucken. Kausalität ist so ein Beispiel. Und ich glaube, wenn wir hier vorankommen wollen, müssen wir auf die Dauer sicherstellen, dass wir auch Zugang zu ausreichenden Daten haben. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und diese Daten, das können nicht deutsche Daten sein, das können nicht Max-Planck-Daten sein, das können nicht Daten eines Max-Planck-Instituts sein, um das nochmal kleiner zu machen. Das werden schon Daten sein müssen auf europäischer Ebene. Deswegen die Frage, wie gehen wir mit Daten um? Wie nutzen wir Daten auch positiv? Ist eine ganz entscheidende Frage. Ich möchte hier mal ein Beispiel nur nennen aus Dänemark. Die Skandinavier sind uns ja manchmal ein bisschen voraus. In Dänemark gibt es eine Biodatenbank. Jeder Däne von Geburt an, ich muss sagen freiwillig, kriegt sozusagen eine Nummer und alle biologischen Daten, alle Blutproben, alle Scans, die man macht, alle diese Daten fließen in diese Datenbank, werden der Person zugeordnet. Der Staat kann an diese Daten so ohne weiteres nicht ran, also man hat auch einen Deckel auf diese Daten gebildet, aber diese Daten sind ein ungeheurer Schatz, um wirklich im medizinischen Bereich echte Fortschritte zu machen mit diesen Methoden, die eben erwähnt wurden. Ich glaube, dass die deutsche Angst, Daten für sich zu behalten und auf gar keinen Fall mit anderen zu teilen, das ist eine gefährliche Entwicklung, denn sie wird eigentlich auch unseren medizinischen Fortschritt auf die Dauer hemmen. Ich glaube, diese Biodatenbank zeigt mir in einem liberalen Land, einem Land, das auf einer stabilen Demokratie basiert, einem Land, bei dem die Bevölkerung auch der Regierung traut, dass sie die Daten nicht missbraucht. Das zeigt uns eigentlich, wie es in Zukunft so geschehen wird. Und ich glaube, wir haben in Deutschland auch keinen Grund, einer deutschen Regierung so misstrauisch gegenüberzustehen, als dass wir nicht vergleichbare Datenbanken auch in Deutschland aufbauen könnten. Bernhard Schöllkopf hat das ja auch erwähnt, aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen dahin kommen. Wir brauchen an irgendeiner Stelle, glaube ich, wirklich einfach mal diese differenzierte Debatte, weil was auch sehr typisch, glaube ich, in diesem Land ist, es gibt entweder ein Ja bitte oder ein Nein danke und dazwischen gibt es nichts. Also ich denke, dass es sehr schnell möglich wäre, einen Konsens zu erreichen, dass Daten, die im Kontext der Wissenschaft, anonymisiert natürlich, benutzt werden. Mein Gefühl ist, da sind viele damit sehr schnell einverstanden, wenn die Nestoren dieser Daten vertrauenswürdig sind. Das ist der Punkt. Ich glaube, wir müssen eine Debatte gewinnen, auch über ethische Prinzipien auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Ethische Prinzipien sind unerlässlich, wenn die Bevölkerung der Wissenschaft traut. Wir müssen klar machen,
dass es ganz strikte ethische Prinzipien gibt, wie wir mit Daten umgehen, welches die Ziele eigentlich sind unserer Wissenschaft. Die Ziele können zum Beispiel nicht sein, die Kontrolle des Menschen. Die Ziele müssen sein, dass die Wissenschaft etwas tut, das dem Menschen zugutekommt. Und das muss in einem transparenten, öffentlichen Prozess klargemacht werden, dass die Gesellschaften, ich nenne mal meine Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft, strikt unter ethischen Prinzipien agiert. Wir hatten auch schon Demonstrationen in Tübingen an Bernhard Schöckhoffs Institut, die sich gegen künstliche Intelligenz gerichtet haben. Da gibt es eine Unruhe in der Bevölkerung, weil der Begriff auch meines Erachtens misleading ist. Der Begriff ist eigentlich falsch. Wir bauen da keinen Menschen einen neuen, wir bauen auch kein neues Gehirn. Wir helfen eigentlich den Menschen mit den Daten, die Umwelt uns ja liefert, vernünftig umzugehen. Mhm. Und wenn wir das machen auf der Basis klarer Prinzipien, einer klaren ethischen Grundlage, dann denke ich, ist die Bevölkerung zu gewinnen. Angst hat oft etwas mit nicht genau wissen, was es ist, zu tun. In den USA gibt es den schönen Spruch, ein bisschen ein Leitmotiv, fight the fear with the facts, also bekämpfe die Angst mit den Fakten. Heute war zumindest ein kleiner Schritt, diese Blackbox der KI aufzumachen und zu merken, dass dahinter Menschen stehen, die großartig, sympathisch und, glaube ich, sehr vertrauenswürdig sind. Wir brauchen mehr solcher Veranstaltungen und dann wird sich was drehen. In der Tat. Ich sage herzlichen Dank, Martin Stratmann, und meine Damen und Herren, jetzt kommen wir natürlich zum Höhepunkt der Veranstaltung, nämlich zur Preisverleihung.